Heute fügen wir PSB-Durchstandsbewährungen von Pico in unser Allplansystem rein und am Schluss erhalten wir auch eine einbauteilübergreifende und herstellerübergreifende Mengenliste. Es geht alles ziemlich einfach, alles über den Produktcode der Bemessungssoftware und los geht's. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, heute zeige ich euch, wie ihr PSB-Durchstandsbewährung von Pico einsetzen könnt in euer Allplansystem. Ziemlich einfach und los geht's. Ihr ladet euch die SMZ-Datei einfach herunter unter www.allplan-einbauteile.de und diese Datei müsst ihr dann einfach nur herunterladen und per Drag and Drop in euer Dokument bzw. Teilbild in Allplan ziehen. Und innerhalb von einer Sekunde, zack, ist der Zauber geschehen. Wir können jetzt die Typleiste im ganzen Büro nutzen, denn diese wurde auf dem Server installiert und jeder hat darauf Zugriff. Aber nicht nur auf die Typleiste, sondern auch auf die Hersteller- und einbauteilübergreifende Einbauteilliste ist mit involviert. So, bevor ich jetzt aber damit starte, zeige ich euch einmal, wo sich das Ganze befindet. Unter Bibliothek, Büro, Subparts, also Supporting Parts. Durchstandsbewährung. Und wenn ihr das Ganze ausführt, habt ihr erstmal hier die Möglichkeit, den Hersteller auszuwählen. In unserem Fall haben wir gesagt, wir nehmen jetzt mal Pico her. Und dann haben wir als nächstes die Verschiebung in die Z-Richtung. Und wir sehen jetzt hier unseren Grundriss. Hier oben unsere Einbauteilliste, die sich automatisch befüllt. Hier ein bisschen den Fokus auf diese Stütze oder den Durchstandsbereich. Und hier nochmal die Seitenansicht. Und wir holen uns jetzt einfach die Koordinaten des Oberpunktes unserer Decke. Der liegt auf 267,5. Das gebe ich jetzt hier ein. 267,5 minus 0,025 Betondeckung. Hier Meterangaben, typisch Allplan, Tragwerksplaner, deswegen auch hier. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze einfach mal abzusetzen. Ich zoome mal auf den Durchstandsbereich hin. Ob das jetzt alles korrekt ist vom Modellieren her, das ist einfach nur ein Beispielmodell. Also bitte hier nicht aufregen, dass die Wand vielleicht zu nah an der Stütze ist. Gut, aber hier Mittelpunkt wählen, absetzen, rastet natürlich auch von automatisch ein, wenn wir die Stütze anwählen. Ich habe jetzt den Maßstab 1 zu 50 gewählt. Das könnt ihr natürlich nach Belieben machen, je nachdem, wie detailreich natürlich die Durchstandsbereiche sind. Wir können die Abstände dann der automatischen Beschriftung wählen. Das ist die Gesamtbreite, das sind die einzelnen Abstände. Und hier wäre zum Beispiel der Kurztext. Den können wir aber auch ändern, dass wir den Langtext angeben oder in Langtext in zwei Zeilen gar nichts. Wir können die Dimensionen wählen, ob wir nur eine 2D-Folie, eine 3D-Folie oder beides haben wollen. Ich empfehle immer 2D plus 3D. Dann haben wir eine schöne, saubere 2D-Folie im Grundriss und ein 3D-Element. Ein beschränktes 3D-Element im BIM-Modell, denn die Eckpunkte habe ich einfach auf 4 ausgewählt. Das reicht mir vollkommen aus. Am Ende wird der Plan trotzdem sauber ausschauen und die Performance passt auch, weil ich die Rundung nach unten geschraubt habe. Aber das könnt ihr natürlich so auswählen, wie ihr es für nötig haltet. Genau. Beschriftung halt, hier wollten wir Kurztext. Wir sagen, wir wollen das DBL oder wie ist denn die Nummer? Nicht, dass ich jetzt von der Reihenfolge PSB, oder? Ja, genau, PSB. Dann könnten wir jetzt zum Beispiel hier PSB das Ganze auswählen. Machen wir vielleicht noch ein Minus dazu oder einen Bindestrich. Und dann können wir jetzt schon loslegen. Klar, wir könnten jetzt einfach sagen, wir brauchen 4 Anker, 5 Anker und so weiter und so fort. Die Abstände können wir noch separat wählen. Zum Beispiel hier 0,10, 0,15 und so weiter und so fort. Wir könnten den Durchmesser einfach auswählen, die Höhe, sagen wir mal auf 0,15. Wir können hier alles auswählen, wie wir möchten. Wir können auch sagen, wir möchten das Ganze symmetrisch, also keine Asymmetrie haben und geben einfach die Gesamtbreite ein und dann wird das einfach hier auf den Abständen aufgeteilt. Das könnt ihr jetzt runterrasseln und runtertippen, wie euch das gefällt. Aber es geht natürlich noch etwas schneller. Und das zeige ich euch jetzt hier mit der sogenannten Schnelleingabe. Also zurück zu unserem PDF-Programm Review. Wir kopieren uns einfach hier diesen Produktcode und ordnen das selbst noch an. Also einfach hier Rechtsklick einfügen, Doppelklick und die Dübleiste hat sich generiert. Schließen, fertig. Schneller geht es sogar nicht. Eine Sache noch, ich würde das Ganze hier im Projekt jetzt abspeichern als PSB1, das auch in anderen Deckenbereichen
Gebäudenbereichen immer die PSB1 genau diese Typleiste ist, wie es hier im Langtext ausgegeben wird. Genau, das ist das Einzige, was ich jetzt noch tun würde. Ansonsten können wir jetzt einfach weiterarbeiten, die nächste Typleiste hier absetzen. Wir holen uns aus dem PDF-Programm jetzt diesen Produktcode, Rechtsklick kopieren, einfügen, Doppelklick und schon passt das Ganze. Ich verändere noch hier die Abstände ein bisschen von den Abständen, die Bemaßung der Abstände verändere ich hier, setze ich noch hier ran und ich übergebe die PSB2 an unser Projekt. Wunderbar. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach nur noch einmal hier kopieren, in die Ecke bringen, Steuerung D ist drehen und dann drehen wir das Ganze von hier in 45 Grad Winkel. Dann machen wir kopieren und drehen, hier Rechtsklick Mittelpunkt, jetzt wie oft, 4 mal, 90 Grad, wunderbar, passt, wir sind fertig. Wir haben jetzt hier die Einmalteilliste einfach erneuert, PSB1, PSB2, Stückzahl und unsere Durchstandsbewährung ist fertig. Bitte ein Like da lassen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Peter. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.